Yo, Bros, what's up? Wow, gutes Englisch. Dein richtiger Autoführerschein. Hey, was geht? Kannst du Deutsch? Wir Ja. können bei Deutsch. Breakwater, ey, sag das doch direkt, du Bass. Er Ich beleidigt möchte dich. euch was sagen. Ich Hallo? bin Kein ein Englisch. Audition. Was ist das für eine Hallo. Runde? Mein Vater ruft mich an. Mach Lautsprecher. Hallo? Wo bleibst du? Ich komme sofort. Der hat aufgelegt. Ich hab's Boah. noch nicht Telefon. Ey, geiles Gespräch, muss ich sagen. Ja, Habe war ich schon lange nicht mehr sowas langweilig. gehört. Musste ich gerade ein bisschen lachen. Und wo bleibst du jetzt? Musst du irgendwo weg oder wie? Ich spiele noch die Runde Fortnite zu Ende. Wo musst du hin? Essen. Und dann? Und Oha, ich hab dann gedacht, wieder ihr solltet Fortnite hier spielen. umkommen. Oh, er ruft dich an, damit du essen kommst. Ja. Weil er zu faul ist, hochzulaufen. Zentrale. Ich komme in 10 Minuten, okay? Nee, das ist Essen kalt. Doch, dann wird's warm. Wo ist der Salat? Der Salat ist im, weiß ich, der in der Flur. Dem Flur. Er legt einfach auf. Er sagt in der Flur und er legt auf. Yeah. In dem Da liegt Flur, mein da Deutsch. kannst du etwa kein Ist dein Deutsch? Vater rangegangen und hat gesagt Zentrale? Ja. Wieso Zentrale? Das sagt er immer. Nein, oder? Doch. Also wenn man anruft, Zentrale? Halt, wenn so meine Schwester oder ich oder meine Mama anrufen. Okay, habe ich auch noch So, nie gehört. wenn so Kunden anrufen, dann redet er schon normal. Ach so, okay. Und Essen wird kalt in 10 Minuten. Was gibt's zum Essen? Fisch. Mit was? Mit Kartoffelsalat. Gab es gestern nicht schon Fisch oder so? Ja, aber ich habe den nicht gegessen. Also es gibt den Fisch von Warum? gestern. Nein, halt neuen Fisch. Aber warte, der hat gesagt, Essen wird kalt, aber Kartoffelsalat ist doch meistens kalt, oder nicht? Ja, aber Fisch ist warm, halt wir braten den, so grillen. Ist der draußen oder was? Nein, halt der Grill ist draußen Ey, und wir essen drin. kannst du bitte noch einmal anrufen? Ich will wirklich hören, ob der Zentrale nochmal sagt. Vertretung der Zentrale, guten Tag. Ich komme gleich, okay? Ich glaube das nicht. Ja. Er hat gesagt, Vertretung der Zentrale oder was? Ja, oder so. Wow, also ich weiß nicht, ist wirklich irgendwie sympathisch. Dicker Beatbox da eine Brille im Hintergrund. Seidito, Ich ha. höre es nicht, Moment. Ich kick dich wie ein kleines Kind. Einfach Beatbox. Wie der lacht. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Der erzählt so wie du gehabt. Jetzt 2, 3, die V-Bucks sind wieder weg. Nein, Dino greift mich an. Zentrale nicht besetzt, Leute, guten Abend. Das wird ein bisschen länger dauern. Die Runde dauert ein bisschen, aber ich komme sofort, okay? Er legt einfach auf. Er ruft an und sagt, was hat er einfach gesagt? Zentrale nicht besetzbar. Ja. Er legt einfach auf. Ey, sympathisch, sympathisch, dein Vater, sehr sympathisch. Hallo. Alter, deine Schalke-Fan, habe ich lange nicht mehr gesehen. Oh Gott. Wie heißt du, Kevin, wenn ich fragen darf? Mein Name ist auch da. Wo? Ja, ich heiße Kevin. Achso, ey, kann ich dir mal einen Witz erzählen, Kevin? Den habe ich selber erfunden. Ja, mach. Den habe ich selber erfunden, der Witz. Es kann sein, dass du jetzt so hart lachen musst, dass du nicht mehr spielen kannst, aber ich bin nicht schuld. Okay. Okay. Was sagen Schauspieler, wenn sie am nächsten Tag frei haben? Keine Ahnung, ne, was sagen sie? Ich sag's dir, Morgan Freeman. Alter, hast du ihn kapiert? Oh, wegen dem Schauspieler Morgan Freeman. Ja, ich weiß. Was kommt aus einer kaputten Kaffeemaschine? Ja, Wasser, keine Ahnung. Ich sag's dir, ein Cappuccino. Oh Gott. Alter. Es ist so schlecht. Ey, ich weiß, ich habe die besten Witze, aber du kannst noch spielen, alles gut bei dir? Ja, gerade so. Alles gut, alles gut. Du willst noch einen hören, habe ich gehört. Ja, erzähl. Guck mal, ich sag immer so, egal wie gut es dir geht, Bill Gates besser. Alter. Oh nein. Kapiert wegen Bill Gates. Ja, ich hab's kapiert. Alter.
Ey, kannst du Englisch? Nee, Mann. Nicht ein bisschen? Nein. Okay, Ja, dann. doch, vielleicht ein bisschen, aber nicht doll. Okay, dann. Was heißt Baum auf Russisch? Das ist ja keine Ahnung, ich kenne Ich Russisch. sag's dir, Dimitri. Tick. Weil auf Englisch heißt er Tri Baum. weiß. Ich habe noch einen, aber pass auf, der ist echt gut. Wohin bringen Bananen ihre Kinder morgens hin? In den Kindergarten, ja, keine Ahnung. Nein, in die Chiquita. Es ist so dumm. Alter. Wieso kriegen Lidl-Angestellte einen Netto-Gehalt? Die arbeiten doch bei Lidl und nicht bei Netto. Oh mein Gott. Alter. Was machen zwei Mathe-Genies auf dem Klo? Rechnen. Nein, Pi Pi. Oh mein Gott. Kapiert wegen Oh Pi nein. Pi und Pi Pi. Ja, die reden mit dem Rechnung mit diesem Pi da. Genau. Was ist das Gegenteil von Reformhaus? Das Reh hinterm Reformhaus. Haus! Alter. Wieso wachsen auf dem Mond keine Blumen? Ich weiß nicht, da weil da kein Wasser ist. Nein, zu wenig Erde. Oh mein Gott. Oh Oh. nein. Ich habe noch einen, okay? Okay. Guck so, Polizeikontrolle. Geht der Polizist zum Mann, zum Auto und sagt, haben Sie heute was getrunken? Dann sagt der Mann, nein, ich habe gar nichts getrunken. Und dann sagt der Polizist, sollten Sie aber 2 Liter am Tag? Wie kommt man auf sowas, Alter? Ey, egal wie gut du schläfst, Albert schläft wie Einstein. Oh mein Gott. Kapiert wegen Albert Einstein? Ja, ich weiß. Alter. Ey, ich habe gestern meinen Mathelehrer angerufen. Damit hat er nicht gerechnet. Oh mein Gott. Oh nein, ey. Alter, ich kann nicht mehr. Ich sag's dir, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Ey, wie lautet der Vorname vom Reh? Kartoffelpüree! Oh mein Gott. Alter! Ey, warum legen Hühner Eier? Weiß ich nicht. Weil sie beim Werfen kaputt gehen? Oh mein Gott. Alter. Ein. Ja, deswegen legen sie ja hin, sonst, wenn sie werfen, gehen die ja kaputt, weißt du? Ja, macht Sinn, macht Sinn. Was kostet für einen Elefanten die Behandlung beim Augenarzt? Weiß ich nicht, Dürre. Nein, 50 Euro für die Behandlung, 200 Euro für den Stuhl. Mein Gott. Alter. Oh, Bauchschmerzen. alles gut, ey. Hauptsache, du kannst lachen an einem schönen Samstagabend, weißt du? Ja, safe. Das ist immer gut. Ey, ich habe noch einen. Was sind die einzigen Bugs in Fortnite? Keine Ahnung, die weiß ich nicht. Ich sag's dir, die V-Bucks. Oh mein Gott. Wohin gehen Kühe zum Schulausflug hin? Ich war ins Muland, keine Nein, Ahnung. ins Museum. Oh mein Gott. Der muss. Alter. Okay, der war echt gut. Was ich mich immer gefragt habe, ich schaue gerade aus dem Fenster, warum ist der Mond immer so blass? Ich sehe gar keinen Mond. Ich sag's dir. Weil er so viele schlaflose Nächte hat. Oh mein Gott! Ding! Ei, nee, Alles gut. wie war dein Tag so? Ja, ich sag mal so, eines Tages oder eines Nachts, wenn ich dich sehe, da werde ich nass. Egal was du kochst, Karl Marx. Was? Oh mein Gott! Guck mal, ich sag dir was. Ich habe gestern meinen Besen verkauft. Warum? Aber weißt du was? Don't care. Oh mein Gott. Der war gut, sehr ehrlich, oder? Der war stark, ja. Wieso tragen Rosinen einen Helm? Ich weiß nicht. Weil sie in den Stollen müssen. Oh mein Gott. Hast du ihn kapiert? Ja. Oh nein. Ey, ich habe Tom gerade einen Limonadenwitz erzählt. Fanta lustig. Was? Kapiert wegen Fanta und lustig. Ja, wie?
Alter. Die Witze sind halt so dumm, aber trotzdem musst du darüber lachen, ey. Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Ja, Wissenschaftler haben herausgefunden und sind wieder reingegangen. Oh mein Gott. Du bist lustig. Danke, danke. Auf jeden Fall, was ich auch noch sagen wollte, ist, welches Auto fährt nur mit Bambus? Ich weiß nicht. Ich sag's dir, der Fiat Panda. Oh mein Gott, das war so klar. Oh, ich bin tot, ey, scheiße. Ey, was ist weiß und fliegt durch die Luft? Keine Ahnung. Ich sag's dir, die Biene Mayo. Oh mein Gott. Die Witze ist so dumm. Ich wollte dich mal was fragen. Ja. Wär's für dich in Ordnung, wenn du in einem Video dabei bist? Ja, alles klar. Okay, okay. Dann, wenigstens bist du nicht so einer, der gleich immer sagt, ey, ich kenne dich und so, weißt du, das macht die ganze Runde immer kaputt. Nein, deswegen wollte ich es auch nicht sagen. Danke, danke, danke. Aber du hast auch wirklich gelacht, oder? Ja, ich habe wirklich gelacht, ich fand das lustig. Okay, okay. Welcher Witz war am besten? Also ich fand schon den mit dem, hat er nicht gerechnet, geil. Und mit Morgan Freeman? Ja, der war auch sehr stark. Okay, okay. Mach den schönen Abend, hau rein. Oh, okay, danke, dir auch. Guten Abend. Ja, Onkel, in 10 Minuten, ich zocke. Was? Wo hast du den Pickler in der Arschbacke? Ich zocke, in 10 Minuten. Jemand hier. Was? Ja. Was war jetzt? Was? In der Arschbacke hast du den? Ja, nee, Onkel, der ist zu groß. Hol die Brille, letztes Mal habe ich ins Auge bekommen. Okay. So, wie macht man, entstummt man sich so? Hallo Leute, was geht? Hallo. Hallo, wo landen wir? Da, ihr habt schon markiert, okay. Und wie geht's euch so? Wie alt seid ihr? Björn Weber? Ja, bitte? Ich kenn dich, mein Guter. Wie meinst du kennst mich? Ich wollte eigentlich nur ein bisschen zocken. Von der Stimme her kenne ich dich. Haben wir schon mal. Ah, wir haben schon mal zusammen gespielt. Bist du FCN? Nein, haben wir nicht. Was? Nee, FD Energy hat mir gar nicht geredet. Bist du es wirklich? Ey, ich kenne deine Videos. Ja, ist es. Meine ja, ist es. Ja, ist es. Ich ja, weiß ja nicht, wie er ist, gleich aber. Nee, ich glaube, du verwechselst mich wie ein Wechselautomat. Ja, wie ein Wechselautomat. Nee, nee. Aber ey. Oh mein Gott. Ich habe mal eine Frage, okay? Na, ja. So. Frag mal. Was sagen Schauspieler, wenn sie am nächsten Tag frei haben? Morgan Freeman. Oh mein Gott! Alter. Oder? Wie bist du denn gleich auf YouTube? Moment, ich hab noch einen. So, was kommt aus einer kaputten Kaffeemaschine? Ein Cappuccino! Tust du gerade das Team oder was? Nein. Oder mitschneiden. Oh mein Gott. Ich mich als Kleinlecke hier. So, ich hab noch einen für euch, okay? So, was ist das Gegenteil von Reformhaus? Reh hinterm Haus? Oh mein Gott. Ich wollte dich fragen, wieso kriegen Lidl-Angestellte ein Netto-Gehalt? Die arbeiten doch nicht bei Netto. Jetzt haut er eben noch einen anderen raus hier. Oh Mann. Schade, meine Söhne schlafen schon, sonst würdest du jetzt sofort herholen. Ach komm, hol dich her. Die wissen jetzt deinen Namen. Die wüssten deinen Namen, aber mir fällt es nicht ein. Meinst ich du, bin zu alt. Deine Kinder? Ja, meine Kinder, ja. Kennt ihr mich auch, oder was? Natürlich. Kennst du einen stillen Jungen? Ich kenn nicht. Echt? Du kennst ihn nicht? Matthias Ulrich? Nein. Ey, die Kollegen sind 20 Jahre jünger wie ich. Was? Kenn ich den Jungen nicht. Wie alt bist du? Gott. 20? Wenn die Kollegen 20 Jahre jünger sind wie ich. Ach alles so. Klar. Ach so, da war was. Weil ich würde dich mal so mit von deiner Stimme her auf 20 schätzen.